Guten Morgen. So, wir haben also jetzt dann Dienstag und dann schauen wir mal, dass wir den heutigen Tag aufgesetzt kriegen, beziehungsweise was wir gestern eh alles geschafft haben. Bin ich also so durchaus zufrieden. Was ich aber natürlich nicht geschafft habe, sind meine Steuern. Also geschafft habe, gell? Ich habe es einfach nicht machen wollen. Und jetzt habe ich mir da so ein Kastel hingemacht, damit ich auf jeden Fall sehe, das ist noch offen, weil ich vermute, dass ich dazu heute eher auch nicht kommen werde. Ja, dann hätte ich noch so ein paar Dinge zu sagen, die ich dann gestern noch gemacht habe, nachdem die Kamera ausgeschalten war. Bin ich nämlich draufgekommen, ich habe doch gesagt, da war ich ungefähr hier, wie seltsam kurz meine To-Do-Listen sind. Ja, wenn ihr natürlich die halben Sachen überhaupt nicht hinschreibt, dann ist das kein Wunder. Also ich habe alles vergessen, was vorne auf meiner Sisyphus-Liste unter wöchentlich steht und was nicht einem bestimmten Tag zugeordnet ist. Gell? Also was ich schon gemacht habe, ist, dass sie eben dieses Orchideen besprühen und das Review und den Menüplan, also das, was ich so an bestimmten Tagen machen möchte, habe ich ja hier schon zugeordnet gehabt. Das habe ich geschafft. Aber dann eben, wie ich hier die Eisenhower Matrix aufgesetzt habe, habe ich das vergessen. Jo. Deswegen brauche ich Review Guides. Gell? Also habe ich nicht verwendet, wie ich das Video gedreht habe, aber ihr seht jetzt, warum ich sie brauche. Und dann habe ich eben auch noch gestern, wie ich den Tag aufgesetzt habe, gleich einmal vergessen, die Sachen, die ja hier gestanden sind, hierher zu übertragen. So ist es, gell? Gut, bin ja dann hinterher wohl drauf gekommen. Okay, dann habe ich eine Frage an euch. Ich versuche ja jetzt eben dieses fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Schafft ihr sowas? Mir ist es ein Rätsel, wie das gehen soll. Das würde ja heißen, ich muss ja mindestens fünfmal am Tag was essen. Und das ist eigentlich mein Hauptproblem. Also es ist weniger das Problem, dass wenn ich was esse, dass ich dann kein Gemüse oder kein Obst esse, sondern es ist ja mehr das Problem, wie soll ich denn fünfmal am Tag was essen? Also wenn ihr da eine Lösung, beziehungsweise auch zum näheren Verständnis, was eigentlich das bedeuten soll, fünfmal am Tag Gemüse zu essen, ob das sozusagen auch, wenn ich am Abend zu meinem Ding als Beilage sowohl, keine Ahnung, ja, was eigentlich. Ja, sag mal einfach einmal, ich is als Beilage Gemüse und als Nachspeise esse ich dann noch, weiß ich nicht, eine Orange. Ist es dann zweimal gegessen oder habe ich das, ist das nur einmal essen, weil ich es ja zu einer Mahlzeit gegessen habe? Also vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, weil das stresst mir ein bisschen, wenn ich das ganz ehrlich sagen soll. Aber gut, anderes Thema. Dann schauen wir, dass wir mal den nächsten Tag aufsetzen. Dafür brauchen wir mal meinen Header. Und dann schauen wir mal, das ist der Mittwoch, das ist der falsche Tag, das ist Dings. Aha. Tuesday ist Donnerstag, okay. Thursday ist Donnerstag, so, Tuesday ist gefunden. Was ich gestern übrigens auch noch gezeichnet habe, beziehungsweise ausgemalt habe, ist dieser Harry Potter, weil ich ja mal ausprobieren wollte, wie das ausschauen würde, wenn man den jetzt nur schwarz-weiß ausmalt. Und eigentlich schaut es ganz süß aus und es kann gut sein, dass ich den irgendwann die Woche dann auch verwende. Für heute, glaube ich, ist es mal. Schaut so wirklich herzig aus. Schauen wir mal. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Jetzt habe ich ja da nicht einmal mehr ganz eine halbe Seite und möchte jetzt den ganzen Tag auf dieser halben Seite unterbringen oder ist es mir egal, wenn ich auf die nächste Seite gehe? Ich glaube, heute möchte ich lieber den restlichen Tag schon da herkriegen und nicht auf die nächste Seite wechseln müssen. Deswegen werde ich jetzt nicht hergehen und großartige Deko auf die Seite bringen und werde auch relativ knapp hier oben, da oder da, da oder da. Schuf. Ach, warum nicht? Was soll das schlechte Leben? So, da lang. Ja, eben, dass ich eben möglichst viel Platz habe. Nicht, dass ich heute so viel tun kann, aber der Sticker braucht doch schon relativ viel Platz. Dann brauche ich noch eben einen Sticker für Termin. So, und das machen wir so wie gestern. Habe ich es dann nämlich hinterher auch noch schwarz ausgemalt. Das hat mir dann besser gefallen. Also ich kann ja mein Bullet Journal auch nicht in Ruhe lassen. Also das heißt, ich mache eigentlich permanent was. Wenn ich also jetzt den Tag fertig aufgesetzt habe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann später noch einmal hergehen und noch einmal was machen. Ich lasse einfach das Ding nicht in Frieden.
So. Haben wir da noch irgendwo? Soll ich das jetzt auch wieder daher machen oder daher? Ich glaube ja, dass mir das abwechselnd besser gefallen wird. Das heißt, dann kommst du da her. Und so. Genau, und dann schauen wir, dass wir das da ein bisschen verbinden. Okay, und dann haben wir heute also den 22. 5. 18. Okay, dann brauchen wir das Wetter. Fürs Wetter holen wir unser Handy her. Es ist heute teilweise sonnig mit Regen und allem drum und dran, was Gott verboten hat. Na wunderbar. Sowas habe ich gar nicht. Ich habe mir dann übrigens auch noch aus meinem ganzen Dings noch lauter so schwarz-weiße Sachen rausgeholt, die ich vielleicht unter Umständen eventuell verwenden möchte. So. Die meisten davon habe ich selber gestaltet, ein paar habe ich von wo runtergeladen. So. Gut, nehmen wir den da. Da kann man nämlich im Zweifel Regentropfen dazu zeichnen. Und 24 und 12. Na super. Gut, jetzt haben wir halt die tiefere Temperatur zuerst und dann 24. Das ist alles nicht so einfach. Ja, also wenn es dann eben heute wieder regnen soll, wäre ich mir das wahrscheinlich verkneifen, mit dem Radl zu fahren. Was ich ja letzten Freitag tatsächlich getan habe, und da habe ich dann aber dooferweise auch noch die Jacke vergessen, will heißen, mir war es so kalt. Mir war es so kalt, dass ich dann den ganzen Abend eigentlich nur noch gefroren habe. So, jetzt könnte ich für meinen Termin eigentlich das da nehmen, weil da haben wir Polkadots, es ist schwarz-weiß und es ist ja. Ich möchte heute um 11 ins Büro gehen, aber ob ich das jetzt wirklich schaffe, weiß ich auch nicht. Müssen tue ich nicht, aber wenn ich den Begleitkurs eben heute habe, dann fallen 1,5 Stunden Arbeitszeit weg. Na, schauen wir mal. Tragen wir uns zumindest einmal den Begleitkurs ein. Das ist zwar jetzt kein Termin, zu dem ich dann extra hin muss, weil spätestens um 13 Uhr bin ich sicher im Büro, aber ich notiere es mir trotzdem ganz gern, wann ich unterrichte. So, das ist dieser Streich und jetzt muss ich ganz ehrlich gesagt hoffen, dass das sich da noch drunter ausgeht. Ja. Vorausgesetzt, ich finde das auch. Jetzt habe ich doch die ganzen Dinger schon einmal durchgegangen, da waren doch die gar nicht dabei. Oder doch, doch, da ist es. So, na, spätestens morgen muss ich mir ja was Neues ausdrucken. Dann kann ich auf jeden Fall mal ein Glas wieder ab. Also viel getrunken habe ich ja gestern dann leider auch wieder nicht. Ich weiß nicht, es gibt einfach Tage, da vergiss ich drauf. Und am besten ist es jetzt, zeige ich euch einmal das Drumflasche, was ich da stehen habe. Hoffentlich sieht man das dann überhaupt. Also ich habe mal so eine Literflasche. Mein Schatzchen sagt dann immer, aha, trinkst wieder Schnaps, weil das eben so eine Flasche ist, die man eben zum Beispiel für selber gemachten Schnaps verwendet. Und wenn ich die Flasche habe, dann trinke ich halbwegs brav. Wenn ich irgendwie nur eine Halbliter Flasche habe oder nur Gläser trinke, vergiss ich völlig aufs Trinken. Also mir muss man wirklich so ein Drum hinstellen, damit es halbwegs was wird. Ja, alles nicht so einfach. Gut, dann ha! Genau, hey, die habe ich nämlich gestern dann auch noch gefunden. Das war überhaupt super lustig. Wenn ich mit der Silhouette was ausschneide, dann ist es ja immer so, dass diese Dinger sich so wahnsinnig biegen, weil man sie von dieser Klebematte abziehen muss. Und dann lege ich sie immer unter diese Matte,
zum Flachdrücken. Und die sind da jetzt, glaube ich, ein paar Wochen liegen. Auf die habe ich völlig vergessen. Also diese Checklisten habe ich mal gemacht, einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und die finde ich eigentlich recht süß und die kommen auch demnächst an meinen Blog. Wie oft die jetzt schon angekündigt habe, dass irgendwas demnächst auf meinen Blog kommt, da steht es eh, Doodle-Checklisten. Aber ich bin da schon wieder einen Schritt weiter. Also es kommt demnächst. Und jetzt könnt ihr natürlich hergehen und hier so eine dieser Checklisten verwenden. Die Herzerl finde ich fast ein bisschen kitschig. Aber die Kreise könnt ihr nehmen. Einfach nur, weil ich kann. So, und da ist es natürlich, weil es jetzt ewig unter der Matte gewesen ist und ich die hin und her geschoben habe, ist jetzt leider ein bisschen schmutzig geworden. Wenn wir von der Seite nehmen. Na. Dann schauen wir mal, was das jetzt kann. Vor allem, das ist jetzt natürlich so, dass sich die wieder nicht mit den Kästchen von hier korrespondieren lassen. Das irgendwo wird es immer schief. Aber muss ich auch ganz ehrlich gestehen, durch das Dot Grid, aber jetzt ist es mir zu hoch oben. Durch das Dot Grid stört mir das aber gar nicht so, weil das kann ich relativ gut ignorieren. Jetzt haben wir das nur wirklich um ein Kastel zu hoch aufgetan. Das ist eine Chain. So, noch einmal Versuch. Und insgesamt habe ich 2, 4, 6, 8. Das passt mir ganz gut. Wobei wahrscheinlich irgendwas werde ich schon dazu schreiben müssen. Also auf jeden Fall kann ich mir, haha, gell, damit ich es nicht wieder vergiss, eine Sache habe ich mir für heute aufgeschrieben, nämlich diesen Block hier drehen. Den schreiben wir uns natürlich schon daher. Also da kenne ich nichts. Nämlich, damit ich es auch gleich abhackeln kann. Okay. Gut, das ist dieser Spaß. Dann haben wir auf jeden Fall einmal das, was so täglich zu tun ist. Und den Küchenquickie werde ich heute gleich mal dem Schatzelchen überlassen. Mit dem kann ich mich nicht beschäftigen. Was ich ganz spannend finde, ist, je dünner das Buch wird, desto schwerer tue ich mir beim Schreiben. Ich weiß es auch nicht warum. Also wenn ich mir da die Seiten da vorne anschaue, da habe ich schon nochmal Ecken schöner geschrieben. Muss aber auch dazu sagen, ich glaube, es liegt da am Stift. Also ich mag diesen Mucci-Gel-Stift schon sehr gern, aber er ist dünn. Gefühlsmäßig ist er dünn und er ist vor allem hart. Wenn ich mit einem feinlinerartigen Stift schreibe, das weiß nicht, ist, mag ich lieber. Also ich werde die jetzt natürlich aufbrauchen. Ich habe da ein ganzes Backerl davon. Aber dann werde ich es mir wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Was ich natürlich sehr gern mag, ist das schön schwarz sein. Also das ist schon super. Und am Schluss noch das Pollen-Tagebuch. Augenblick ist es ja so, dass ich eher glaube, ich bin verkühlt. Eben weil ich am Freitag da ohne Jacke und dann war es so kalt, glaube ich fast eher, dass ich verkühlt bin, als dass ich noch eine Allergie habe. Aber nichtsdestotrotz, die Augen jucken immer noch. Also ja. So, da, das ist jetzt mal das und dann ist mir von gestern auf jeden Fall noch das mit dem BK übrig geblieben. Den werden wir jetzt da unten noch dazu schreiben. BK vorbereiten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gestern gar nichts dazu getan habe. Ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich habe halt jetzt noch nichts zusammengestellt. Was aber wahrscheinlich eh auch daran liegt, dass ich es ja gar nicht daheim habe, sondern dass ich meine Bücher eh alle im Büro habe. Und so gesehen nichts tun kann. So, jetzt hätten wir aber natürlich da noch relativ viel was frei. Habe ich sicher nichts vergessen. Das ist übertragen. Und von da werde ich mir für heute nichts nehmen. Und wenn ich mal was nehme, dann nehme ich es mir erst am Abend, wenn ich dann weiß, ob ich noch Zeit und Energie habe. Das ist alles nicht dringend. Es ist überhaupt meistens so, dass ich am Anfang der Woche davon eher weniger übernehme, sondern erst gegen Ende der Woche. Jo, und deswegen werde ich das jetzt auch so lassen, aber da gehört was hin, da gehört was hin, da gehört was hin. Schauen wir mal, was wir dahin tun können.
Schauen wir mal, das sind alles meine Cluster. Jetzt haben wir natürlich da diese ziemlich irren Blumen. Das ist übrigens eine Schrift. Also ich habe ja eine Seite, wo man kostenlos Schriften sich runterholen kann. Und es gibt auch genug Schriften, die eben dekorativ sind. Jetzt möchte ich zwar schon, glaube ich, was daher tun. Das wird mir eigentlich gefallen. Aber nicht ganz ohne was drunter. Also schauen wir mal. Was wir da jetzt nehmen könnten. Ja, jetzt habe ich mir denn das Washi habe ich mir hergeben und das Washi habe ich mir hergeben. Und beides ist mir eigentlich jetzt zu heftig. Zu heftig. Welche Möglichkeiten haben wir dann? Naja, man könnte schlicht und ergreifend statt Washi einen Strich so. Und dann schauen wir mal, wie gut das ausgeschnitten ist. Sehr schön. Naja, den Tambourstrich sieht man kaum, aber er ist da. Und was ich dann auch im Zweifel noch ganz gern tue, wo ist jetzt wieder mein Däuser, hoppala, dass ich jetzt einfach hier unten, nicht über die ganze Breite, das schließt, finde ich, die Seite dann irgendwie ganz gut ab. Ja, und das wäre es dann für meinen heutigen Tag. Hoffen wir, dass wir es alles erledigen können. Und sonst, wie gesagt, ist der Plan heute relativ viel zu arbeiten. Das heißt, ich habe noch knappe 1,5 Stunden. Dann müsste ich mich fürs Büro fertig machen. Okay, ja, das war's dann. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüssi, Baba.